Die Luft bei Let's Dance wird immer dünner. Heute Abend sind 9 Kandidaten bei der beliebten Tanzshow angetreten. Eigentlich wäre auch noch René Kesseli, 25, dabei gewesen, aber der Akrobat fällt krankheitsbedingt aus, genau wie Moderator Daniel Hartwig, 43, der vorübergehend von seinem Kollegen Jan Köppen, 39, vertreten wurde. Aber das Motto dieser Staffel lautet trotzdem: Die Show muss weitergehen. Somit musste heute wieder ein Promi das Let's Dance Parkett räumen. Sowohl Michelle, 50, und Christian Polans, 43, als auch Caroline Bosbach, 32, und Valentin Lusin, 35, sowie Bastian Bielendorfer, 37, und Ekaterina Leonova, 34, mussten am Ende der Sendung zittern, nachdem sie weder von Seiten der Jury noch via Zuschauervoting genügend Punkte abräumen konnten. Am Ende traf es Caroline und Valentin. Für sie hat es sich ausgetanzt. Die beiden reagierten gefasst, aber doch ein bisschen enttäuscht. Schließlich hatten sie bei ihrem Slowfox zu dem Song Du trägst keine Liebe in dir alles gegeben. Moderatorin Amira Pocher, 29, und ihr Mentor Massimo Sinato, 41, mussten sich heute Abend wieder keine Sorgen machen. Die beiden haben einen leidenschaftlichen Contemporary abgeliefert, der der Visagistin viel abverlangt hatte. Denn, sie tut sich eigentlich sehr schwer mit Körperkontakt, und davon gab es in ihrer Choreo jede Menge. Aber am Ende wurde ihre emotionale Performance mit 25 Punkten seitens der Jury und Standing Ovations vom Publikum belohnt. Auch bei den Promi-Flash-Lesern stehen die zwei aktuell hoch im Kurs. Musik.